Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 14 und wir werden im Kapitel Hilberträume uns nun mit dem Begriff der Orthogonalität beschäftigen. Wir hatten im letzten Kapitel den Begriff des Pre-Hilbertraums bzw. Hilbertraums eingeführt. Das war ein Vektorraum, den man mit einem Skalarprodukt ausstatten konnte. Und mit Hilfe des Skalarproduktes konnte man dann auch eine Norm auf dem Vektorraum einführen. Das bedeutet, jeder Pre-Hilbert-Raum ist insbesondere auch ein normierter Raum, aber es ist ein normierter Raum mit mehr Struktur. Und wie wir jetzt in dem Lernvideo sehen werden, ist es diese zusätzliche Struktur, die es einem erlaubt, dann über Winkel und über Orthogonalität zu sprechen. Ja, wir möchten mit der Definition des Winkels beginnen. Dazu brauchen wir einen Pre-Hilbert-Raum. Und was wir definieren möchten, ist folgendes: Wenn wir zwei Vektoren x und y haben in diesem Hilbertraum und diese Vektoren von Nullvektor verschieden sind, dann schließen die ja einen Winkel ein und wir möchten diesen Winkel hier definieren, und zwar im Fall eines abstrakten Hilbertraums. Ja, und wie macht man das? Nun, zunächst setzt man diese Vektoren in das Skalarprodukt ein, teilt das Skalarprodukt durch die Normen und wendet dann den Arcus Cosinus an. Und die Zahl, die da rauskommt, die nennt man dann den Winkel zwischen den zwei Vektoren x und y. Man kürzt es manchmal auch mit diesem Symbol ab oder auch mit dem Symbol, wo man hier noch so einen Bogen einzeichnet. Man sollte sich an der Stelle klar machen, dass das erlaubt ist, was man hier tut. Der Cosinus ist ja eine bijektive Abbildung, wenn wir ihn auf das Intervall 0 bis Pi einschränken, und er bildet dieses eben bijektiv auf minus 1, 1 ab. Das heißt, die Zahl, die wir hier in den Arcus Cosinus einsetzen, sollte eine Zahl sein zwischen minus 1 und 1. Und das folgt aus der Cauchy-Schwarzschild-Gleichung, dass das der Fall ist. Es ist auch hilfreich zu sehen, dass dieser Ausdruck, der hier steht, das gleiche ist, wie wenn wir die Beträge in diesen Ausdruck reinziehen. Das ist aufgrund der Bilinearität richtig. Und man kann das sich auch an der Visualisierung hier klar machen, was das bedeutet, indem man am besten so den Einheitskreis um den Ursprung mal hier einzeichnet. Ich finde mal hier den Winkel. Und dann sind nämlich die Vektoren, die hier stehen, x über Norm von x und y über Norm von y, nichts anderes als die Projektion dieser Vektoren auf den Einheitskreis. Und das bedeutet, dass x über Norm von x, Moment, eben dieser Vektor hier ist, und y über Norm von y ist dieser Vektor. Und man sieht eben dann, dass der Winkel letztlich gar nicht von der Länge der Vektoren abhängig ist, sondern nur von den Richtungen, die man über die Einheitsvektoren dann charakterisiert. Es ist jetzt ganz natürlich, sich zu fragen, warum heißt denn diese Zahl, die hier definiert wird, Winkel? Warum nennt man die Winkel? Und der Grund ist der folgende: Wenn wir für den Hilbertraum oder Prä-Hilbertraum den euklidischen Vektorraum betrachten, also RD mit dem Standard-Skalarprodukt, dann ist die Zahl, die hier steht, gerade der eingeschlossene Winkel zwischen den Vektoren x und y. Wir können das im R2 nochmal aufmalen. Da könnte dann das dieser Vektor x sein, und wir könnten uns einen zweiten Vektor y ansehen. Ja, und in der Situation könnte man eigentlich zwei Winkel betrachten. Zum einen diesen Winkel hier, den man den eingeschlossenen Winkel nennt, oder eben auch diesen größeren Winkel. Der größere Winkel wäre größer gleich 180 Grad, der eingeschlossene ist kleiner gleich 180 Grad. Und gut, welcher Winkel wird hier jetzt definiert? Naja, der Arcus Cosinus gibt Werte zurück zwischen 0 und Pi. Pi entspricht 180 Grad, das heißt, man definiert hier immer den eingeschlossenen Winkel zwischen zwei Vektoren. Und Sie werden in der Übung
für den Spezialfall R2 und spezielle Vektoren tatsächlich mit dieser Formel mal die Winkel ausrechnen und sehen, dass das dann mit Ihrer Vorstellung übereinstimmt, die Sie aus der Anschauungswelt kennen. Ja, wir wollen uns als nächstes dem Begriff der Orthogonalität widmen. Wir nennen zwei beliebige Vektoren, das dürfen auch Nullvektoren jetzt sein, orthogonal zueinander, falls deren Skalarprodukt 0 ergibt. Und in dem Fall benutzen wir diese Schreibweise. Ja, Orthogonalität definiert eine Relation auf H und man kann sich klar machen, dass diese symmetrisch ist, denn das Skalarprodukt ist auch symmetrisch. Und deshalb benutzen wir auch symmetrische Sprechweisen oder eine symmetrische Notation. X ist orthogonal zu Y, wenn Y orthogonal zu X ist. Sie können sich mal überlegen, ob diese Relation auch reflexiv ist oder transitiv. Dann ist eine weitere nützliche Struktur in Hilbert-Räumen das orthogonale Komplement einer Menge. Also wenn wir eine Menge U haben aus dem Hilbert-Raum, dann können wir uns die Menge aller Vektoren ansehen, die orthogonal steht auf allen Vektoren dieser Menge. Und die bezeichnen wir als orthogonales Komplement und nutzen typischerweise diese Schreibweise. Wir möchten uns im R2 mal das veranschaulichen und wählen als Teilmenge die Menge, die nur ein Vektor x enthält. Und dieser Vektor soll jetzt nicht gerade der Nullvektor sein. Dann könnte das Bild eben wie folgt aussehen. Hier haben wir den Ursprung, hier wäre der Vektor x und wir müssen jetzt alle Vektoren uns ansehen, die eben orthogonal auf x stehen. Das heißt, das Skalarprodukt dieses Vektors mit x soll 0 sein. Wenn wir mal hier oben reinschauen in die Definition des Winkels, bedeutet das, dass eben wir den Arcus Cosinus von 0 berechnen müssen. Und da stellen wir fest, da kommt immer Pi halbe, also 90 Grad raus. Das heißt, im orthogonalen Komplement zur Menge U liegen alle Vektoren, die einen Winkel von 90 Grad zu x bilden. Und das ist gerade die Gerade, die ich hier einzeichne, die durch den Ursprung geht und eben orthogonal auf dem Vektor x steht. Wir können das Beispiel ein bisschen verallgemeinern und uns mal eine Menge anschauen, die neben dem Vektor x jetzt noch einen zweiten Vektor enthält. Dieser zweite Vektor soll auch nicht der Nullvektor sein. Und wir möchten, dass x und y linear unabhängig sind. Das Bild könnte dann wie folgt aussehen. Vielleicht haben wir hier den zweiten Vektor y. Der könnte auch so lange aussehen. Wenn jetzt ein Element in dem orthogonalen Komplement zu v drin liegt, dann muss es orthogonal zu x sein, also in dieser roten Geraden liegen, und orthogonal zu y sein. Und das bedeutet, der Punkt muss auch in einer Geraden liegen, die orthogonal zu diesem y ist und durch den Ursprung geht. Und dann sieht man, dass sich die beiden Geraden nur in einem Punkt schneiden, nämlich dem Nullpunkt. Und damit haben wir gezeigt, dass das orthogonale Komplement von v einfach die Menge ist, welche nur die 0 enthält. Falls denn die Vektoren linear unabhängig sind. Wenn die Vektoren linear abhängig sind, dann würde da eine Gerade rauskommen und nicht nur so ein nulldimensionaler Vektorraum. Okay, jetzt wollen wir uns eine Menge Beispiele ansehen. Und zwar fangen wir mit dem euklidischen Raum RD an. Also euklidisch heißt immer, wir schauen RD an mit dem Standard-Skalarprodukt. Und da stellt man fest, dass die Menge der Einheitsvektoren paarweise orthogonal aufeinander stehen. Das heißt, wenn wir mit dem Standard-Skalarprodukt zwei Einheitsvektoren multiplizieren, dann kommt da entweder 1 raus oder 0. Und es kommt genau dann 1 raus, wenn die Indizes identisch sind. Das heißt, wenn man das Produkt eines Einheitsvektors mit sich selbst ausrechnet. Und andernfalls kommt 0 raus und das bedeutet, dass die Vektoren dann paarweise orthogonal sind. Vielleicht noch was zur Schreibweise. In dem Kontext kommt es öfters vor, dass man so eine Situation hat,
dass eben 1 oder 0 rauskommt, je nachdem, ob die Indizes identisch sind oder verschieden. Und deshalb führt man hier diese Schreibweise an mit einem Delta und den zwei Indizes IJ. Und dieses Symbol ist so definiert und man nennt es das Kronecker-Delta. Und das ist einfach eine Kurzschrift. Ja, man kann sich jetzt überlegen, wie sieht denn das orthogonale Komplement aus zu einem dieser Einheitsvektoren, zum Beispiel zum ersten. Und dazu schauen wir uns einfach mal an, was bedeutet es, dass ein Vektor im RD im orthogonalen Komplement zum ersten Einheitsvektor liegt. Das bedeutet nach Definition nichts anderes, dass das Standardskalarprodukt mit dem Einheitsvektor 0 ergeben muss. Und weil das, was hier steht, nichts anderes ist als die erste Komponente von x, bedeutet das, dass x genau dann im orthogonalen Komplement liegt, wenn die erste Komponente von x 0 ist. Und das steht hier. Das heißt, das orthogonale Komplement ist eine Menge von Vektoren, die diese Form hier haben. Und offensichtlich kann man diese Menge als lineare Hülle schreiben, des zweiten bis dritten Einheitsvektors. Und das ist ein linearer Vektorraum, der da steht, mit Dimension d minus 1. Das heißt, das orthogonale Komplement zu E1 ist ein d minus 1 dimensionaler Unterraum vom RD. Im R2 kann man das wieder visualisieren. Wir malen erstmal den Ursprung hin und dann den ersten Einheitsvektor. Der könnte so aussehen. Ja, und dann ist das orthogonale Komplement durch diese Gerade hier repräsentiert, die eben parallel ist zum zweiten Einheitsvektor und senkrecht steht auf E1. Das ist also dann in zwei Dimensionen ein eindimensionaler Unterraum, eine Gerade. In drei Dimensionen ist es schon ein bisschen schwieriger zu zeichnen. Ich versuche es trotzdem mal. Malen wir auch ein Koordinatensystem auf. Das ist wieder unser erster Einheitsvektor. Das sei der zweite Einheitsvektor. Und ich male jetzt so eine Projektion. Da ist dieses hier der dritte Einheitsvektor. Und das orthogonale Komplement wäre dann eben die Ebene durch den Ursprung, welche von E2 und E3 aufgespannt wird. Und das ist dann ein zweidimensionaler Unterraum vom R3. So, jetzt möchten wir die euklidischen Vektorräume verlassen und wir schauen uns den RD an mit einem anderen Skalarprodukt. Und zwar jenem Skalarprodukt, das wir mithilfe einer symmetrischen, positiv definierten Matrix konstruiert haben. Ich erinnere nochmal daran, dass wir in einem Beispiel uns ein Skalarprodukt angesehen haben, das wir dadurch erhalten, dass wir die Matrix A mit Y multiplizieren und dann das Standardskalarprodukt mit X ausrechnen. Und dann stellt man fest, dass die Einheitsvektoren E1 bis ED, von denen wir jetzt gerade festgestellt haben, dass sie paarweise orthogonal zueinander sind bezüglich des Standardskalarproduktes, im Allgemeinen nicht mehr orthogonal sind, wenn wir uns dieses alternative Skalarprodukt auf dem RD ansehen. Man kann das explizit in Dimension 2 mal durchrechnen. In dem Fall sind die symmetrischen Matrizen von dieser Form. Symmetrie sieht man hier. Und natürlich müssen diese Zahlen A, B, C noch gewisse Eigenschaften erfüllen, damit es eine positiv definierte Matrix wird. Aber das ist jetzt an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Und wir fragen uns nun, wann ist denn der erste Einheitsvektor orthogonal zum zweiten Einheitsvektor bezüglich dieses hier definierten Skalarproduktes in d gleich 2. Okay, und dazu rechnet man einfach mal drauf los. Wenn die orthogonal wären, dann müsste 0 gleich E1 Skalarprodukt mit E2 sein. Wenn wir das einsetzen in die Definition des Skalarproduktes, bekommen wir diesen Ausdruck. Und dann schaut man mal scharf hin und sieht, das ist nichts anderes
als der Eintrag 1, 2 unserer Matrix A. Und der Eintrag 1, 2 ist gerade dieses C. Und dann hat man jetzt eben festgestellt, diese zwei Einheitsvektoren sind genau dann bezüglich dem Skalarprodukt hier orthogonal, wenn C gleich 0 ist. In anderen Worten, diese Skalarprodukte haben die Eigenschaft, dass die Einheitsvektoren orthogonal stehen, genau dann, wenn diese Matrizen hier diagonal sind. Als nächstes möchten wir uns den Satz des Pythagoras auf einem Prehilbertraum, möglicherweise unendlich dimensional, eben ansehen. Sie kennen den Satz aus der Schule, da sagte der Satz ja folgendes, da schaut man sich ein rechtwinkliges Dreieck an und wenn ich die Seitenflächen mit A, B und C bezeichne, dann sagte der Satz des Pythagoras, dass man, wenn man den Flächeninhalt des Quadrates über die beiden Seitenflächen addiert, die den rechten Winkel einschließen, das hier ist der rechte Winkel, dann kriegt man genau das Quadrat über der Seitenfläche C. Also in der Formel ausgedrückt gilt a² plus b² ist gleich c². Und das Gleiche gilt jetzt eben auch im Vektorraumfall. Dazu bezeichnen wir die Seiten mal anders. Dazu stellen wir uns vor, dass hier der Ursprung ist und das wäre der Vektor x und dieses hier wäre der Vektor y, welcher eben dieser Seitenfläche entspricht. Dann ist dieser Vektor hier nichts anderes als x plus y und der Satz des Pythagoras sagt eben nun aus, dass die Länge dieses Vektors zum Quadrat das gleiche ist wie die Summe der Quadrate der Längen von x und y. Das, was Sie hier sehen. Und zwar ist es genau dann der Fall, wenn die beiden Vektoren x und y orthogonal zueinander stehen. Also wenn hier ein rechter Winkel ist, beziehungsweise hier. Ja, und das kann man auch einfach sehen. Man benutzt einfach die binomische Formel. Denn aus der folgt ja, dass wir diesen Ausdruck ausrechnen können. Mithilfe des Skalarproduktes. Und dann sehen wir, die rechte Seite, die rechte Identität hier kann nur gelten, wenn dieser Term 0 ist. Und das heißt, wenn das Skalarprodukt von x und y 0 ist. Und das ist genau dann der Fall, wenn wenn x und y eben senkrecht stehen. Ja, als nächstes möchten wir den Begriff der Orthonormalbasis einführen, aber nur für endlich dimensionale Hilberträume. Später in der Funktionalanalysis im dritten Studienjahr werden Sie auch Orthonormalbasen für unendlich dimensionale Hilberträume kennenlernen, aber für diese Vorlesung schauen wir uns nur den endlich dimensionalen Hilbertraum an. Und wir wissen ja schon, dass jeder endlich dimensionale Vektorraum eine Basis besitzt. Und wenn diese Basis jetzt noch zusätzlich die Eigenschaft hat, dass die Basisvektoren orthogonal aufeinander stehen und außerdem noch normiert sind, dann nennt man diese Basis eine Orthonormalbasis. Ja, und die Orthogonalität und die Normiertheit, die beiden Eigenschaften stecken einfach in dieser einen Zeile drin, denn wenn wir insbesondere j gleich i setzen, dann steht hier ja 1 ist gleich qi mal qi und das ist nichts anderes als die Norm von qi zum Quadrat und daraus folgt, dass eben diese ganzen Vektoren eine Norm 1 haben, also normiert sind. Ja, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Zunächst einmal ist, wenn wir den euklidischen Vektorraum uns ansehen, dann ist die Standardbasis eine Orthonormalbasis. Ja, wir wissen bereits, dass die Standardbasisvektoren eine Basis bilden für den RD. Wir haben auch schon gesehen, dass diese paarweise orthogonal sind. Und wir wissen auch, dass die 2-Norm, also die euklidische Norm, eben gerade 1 ist für diese Einheitsvektoren, für diese Standardbasisvektoren.
Und damit ist das eine Orthonormalbasis. Es ist nicht die einzige Orthonormalbasis des euklidischen Vektorraums RD, denn wir können unendlich viele andere Orthonormalbasen gewinnen, auf folgende Art und Weise. Und zwar wählen wir uns einfach eine orthogonale Matrix Q und wenden dann diese Matrix auf die Standardbasisvektoren an und kriegen dadurch ein neues System von Vektoren, Q1 bis Qd, und diese sind eben gerade dann auch die Vektoren einer Orthonormalbasis. Man kann sich das auch nochmal zunächst mal veranschaulichen im R2, da würde E1 und E2 etwa so aussehen, und wenn wir jetzt so ein Q aus OD anwenden auf diese Vektoren, da hatten wir ja gesehen, dass das gerade entweder einer Spiegelung oder einer Drehung im Raum entspricht. Das heißt, das Ergebnis könnten dann zwei Vektoren sein, die eben so aussehen, dann wäre das Q1 und das Q2. Oder es könnte auch passieren, dass, also das hier wäre eine reine Drehung, oder es könnte passieren, dass man spiegelt, dann könnte zum Beispiel als Ergebnis sowas rauskommen, in Q1, das nach links jetzt zeigt, und Q2, das gleich E2 ist. Und das könnte man wieder auch drehen. Ja, und an diesen Bildern sieht man auch schon, dass sich diese Längen hier nicht verändern und dass der Winkel hier immer ein rechter Winkel bleibt. Denn wir haben ja gesehen, auf dem euklidischen Vektorraum sind diese Abbildungen, die x auf ein Qx abbilden, wobei Q eine orthogonale Matrix ist, Abbildungen, die Längen und Winkel erhalten sind. Und da ja Orthogonalität bedeutet, dass der Winkel gerade 90 Grad ist, ist auch klar, dass dann eine Orthonormalbasis durch diese Abbildung auf eine andere Orthonormalbasis abgebildet wird. Ja, als nächstes möchten wir den RD mit einem anderen Skalarprodukt ausstatten. Wir verlassen also den euklidischen Vektorraum. Und zwar schauen wir uns hier wieder dieses Skalarprodukt an, das wir bereits diskutiert hatten. Das A ist hier eine positiv definierte symmetrische Matrix. Und wir möchten uns die Frage stellen, wann denn die Einheitsvektoren E1 bis ED eine Orthonormalbasis bilden. Und wir werden feststellen, dass es genau dann der Fall ist, wenn die Matrix A die Identität ist, das heißt, wenn dieses Skalarprodukt das Standardskalarprodukt ist. Gut, wie sieht man das? Dazu stellt man zunächst fest, wenn man diese Einheitsvektoren in das Skalarprodukt einsetzt und die Definition des Skalarprodukts verwendet, dann erhält man gerade einen Eintrag der Matrix A. Und die Eigenschaft, dass diese Vektoren hier eine Orthonormalbasis bilden, ist äquivalent dazu, dass man nun fordert, dass das Ergebnis dieser Auswertung gerade das Kronecker-Delta ist. Das heißt, da soll 1 rauskommen, wenn i gleich j ist, und 0, wenn i ungleich j ist. Und wenn man sich das jetzt von ganz links nach ganz rechts ansieht, dann steht hier für i ungleich j, dass die Einträge der Matrix A weg von der Diagonalen eben gerade 0 sind. Und auf der Diagonalen könnte noch was stehen. Und wenn wir J gleich I wählen, dann schauen wir uns die Diagonaleinträge an und dann sehen wir hier, dass die Diagonaleinträge alle 1 sein müssen. Das heißt, die Matrix sieht tatsächlich so aus, dass auf der Diagonalen 1 stehen und sonst stehen nur Nullen in dieser Matrix. Und das ist nichts anderes als die Identitätsmatrix. Ja, man kann sich dann die Frage stellen, ob denn jeder endlichdimensionale Hilbertraum eine Orthonormalbasis besitzt. Und in der Tat kann man das zeigen. Das zeigt man in der linearen Algebra mit Hilfe des Spektralsatzes beispielsweise. Und man kann den Begriff der Orthonormalbasis auch für unendlichdimensionale Hilberträume einführen. Und das macht man dann später in der Funktionalanalysis. Ja, wir möchten jetzt noch ein paar Beispiele besprechen, in denen wir die Orthogonalität und das Skalarprodukt benutzen. Zunächst mal soll es um Koordinatendarstellungen gehen. Und wir starten wieder mit unserem euklidischen Vektorraum. Wenn wir also einen Vektor x aus dem RD hernehmen, dann haben wir zunächst mal ja die Vektoren in RD als D-Tuppel eingeführt.
und die Komponenten mit x1 und mit x bis xd bezeichnet. Und man stellt dann fest, wenn man x mit einem Einheitsvektor multipliziert bezüglich des Standardskalarproduktes, dann kommt gerade einer dieser Komponenten raus. Und dann kann man sich schnell klar machen, dass man jedes x eben darstellen kann als eine Linearkombination dieser Basisvektoren, und die Koeffizienten sind gerade das Standardskalarprodukt des Basisvektors mit dem Vektor x. So, und jetzt kann man sich eben die Abbildung ansehen, die ein x auf dieses Produkt hier abbildet. Das ist eine Abbildung von Rd nach R. Und im Fall des Standardskalarproduktes kommt da eben gerade die Komponente raus von x. Und diese Abbildung heißt Koordinatenfunktion. Und das ist eine lineare Abbildung, wie man sieht. Das liegt an der Bilinearität des Skalarproduktes. Und weil es eine Abbildung ist von dem endlich-dimensionalen Vektorraum nach R, ist es stetig. Man kann sich diese Abbildung auch im unendlich-dimensionalen ansehen, dann wird es auch stetig sein und da liegt es dann an der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung. Das kommt gleich noch. Ja, als nächstes möchten wir uns eine lineare Abbildung T von Rd nach Rd ansehen. Also wenn wir so ein T auf einen Vektor x aus Rd anwenden und mal diese Darstellung verwenden, dann steht also T angewendet auf die Summe i gleich 1 bis d x inneres Produkt mit ei mal Einheitsvektor ei, Klammer zu. Und jetzt ist ja T linear, das heißt, wir können diese Linearkombination, die steht, nach draußen ziehen. Und dann steht hier i gleich 1 bis d. Das Produkt von x mit ei, das ist also ein Skalar. Und dann verbleibt hier t angewendet auf den Vektor ei. Und diesen Vektor, der hier steht, den können wir wieder auf diese Weise hier darstellen. Und das bedeutet, dass wir also hier schreiben können, das ist das gleiche wie die Summe von j gleich von 1 bis d. Und dann nehmen wir das innere Produkt ej mit t ei. Das ist ein Skalar und den multiplizieren wir mit ej. Da haben wir einfach nochmal Teil a, also diese Identität angewendet, für den Fall, dass x der Vektor tei ist. Und was man also sieht, ist, dass man hier so eine Doppelsumme bekommt, wo man zum einen über i summiert und über j summiert. Und dann kommen hier zum einen der j-Einheitsvektor vor. Es kommt hier das innere Produkt von x mit ei vor. Und dann kommen hier diese Koeffizienten vor, die von i und j abhängen. Und die kürze ich jetzt mit a, ij ab. Und auf diese Art und Weise kommen wir dann auf diese Darstellung hier. Wir haben also das nachgerechnet. Ja, und diese Koeffizienten a, i, j, die fasst man dann typischerweise zu einer D-Kreuz-D-Matrix zusammen und man nennt die dann die Darstellungsmatrix der linearen Abbildung T. Das kennen Sie auch aus der linearen. Ja, und das kann man jetzt auch auf einen ganz analog auf einem abstrakten Hilbertraum, aber mit endlicher Dimension durchführen. Also sei H ein Hilbertraum mit Dimension D und Q1 bis Qd seine Orthonormalbasis. Und dann gilt eben, dass man jedes Element aus dem Hilbertraum so darstellen kann. Das ist genau die Darstellung, die wir gerade diskutiert haben. Nur das Standardskalarprodukt wurde durch dieses Skalarprodukt ersetzt und die Einheitsvektoren E1 bis ED wurden durch eine Orthonormalbasis Q1 bis Qd ersetzt. Und wir sehen auch, dass diese Abbildungen eben linear und stetig sind und man nennt sie wieder Koordinatenfunktion bezüglich der hier festgelegten Basis. Wenn man die Basis ändert, dann ändert sich die Koordinatenfunktion. Ja, und man kann dann auch ganz analog, wenn man eine lineare Abbildung hat von H nach H, diese lineare Abbildung mit Hilfe einer Darstellungsmatrix bezüglich der Basis Q1 bis Qd eben darstellen. Und das ist beides ganz analog zu dem Fall des euklidischen Vektorraums.
Ja, im nächsten Beispiel möchten wir dieses Setting weiter fortspinnen. Wir schauen uns also den endlich-dimensionalen Hilbertraum an und bezeichnen mit Q1 bis Qd wieder eine Orthonormalbasis. Und nun schauen wir uns auf diesem Hilbertraum diese Abbildung hier an. Das ist eine affine Transformation. Wenn das C0 ist, dann ist es eine lineare Abbildung, wie man sieht, denn das Skalarprodukt ist eben linear in der ersten Komponente. Es ist ja eine bilineare Abbildung. Und damit sieht man, dass diese Abbildung hier linear ist, wenn C gleich 0 ist. Und wenn man jetzt ein C dazu addiert, ist es eben eine affin lineare Abbildung. Und in dieser Abbildung soll Q eine orthogonale Matrix sein und C ein beliebiger Vektor aus dem Hilbertraum. Und die Abbildung, diese Transformation, die haben Sie schon gesehen in dem Spezialfall, denn wenn man für H den euklidischen Vektorraum wählt, das heißt, das Skalarprodukt ist das Standardskalarprodukt, und wenn wir für Q1 bis Qd die Standardbasis wählen für den RD, dann ist das nichts anderes als eine euklidische Transformation, was wir uns zu Beginn des Kapitels angesehen hatten. Und man kann nun zeigen, auch für diesen allgemeineren Fall eines endlich-dimensionalen Hilbertraums, dass diese Transformation Längen und Winkel erhaltend ist. Hier sehen Sie die Erhaltung der Längen. Und hier sehen Sie die Erhaltung der Winkel. Der Winkel ändert sich nicht, wenn man die Transformation anwendet, und die Länge ändert sich nicht, wenn man die Transformation anwendet. Ja, dass diese Behauptung hier richtig ist, das werden Sie in der Übung nachweisen. Man kann einfach das Argument für den Spezialfall H gleich RD mit Standardskalarprodukt auch auf diese Situation übertragen. Ja, im nächsten Lemma möchten wir uns lineare Abbildung ansehen vom Hilbertraum nach R, und zwar von der Struktur, die Sie bei den Koordinatenfunktionen gesehen haben, aber jetzt für einen allgemeinen Prä-Hilbertraum. Also H ist ein Prä-Hilbertraum. Dann nehmen wir uns einen Vektor a aus H und betrachten die Abbildung von H nach R, die man bekommt, wenn man x auf das Skalarprodukt von x mit a abbildet. Und dann ist diese Abbildung linear und stetig. Die Linearität ist klar, denn das Skalarprodukt ist ja bilinear und damit auch in der ersten Komponente linear, wenn wir die zweite festhalten. Und die Stetigkeit, nun, wenn H endlich dimensional wäre, dann wäre die Stetigkeit auch klar, denn alle linearen Abbildungen auf endlich dimensionalen Vektorräumen sind stetig. Aber im unendlich dimensionalen Fall folgt die Stetigkeit eben aus der Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Denn wenn wir mal den Betrag nehmen von Tx, x ist ein beliebiger Vektor in H, und die Definition einsetzen, dann müsste hier also ein x stehen, dann können wir hier die Cauchy-Schwarz-Ungleichung anwenden und erhalten eben diese Abschätzung, die hier steht, für alle x aus dem Hilbertraum. Und diese impliziert ja nun insbesondere, dass wenn x ein Vektor ist mit Norm kleiner 1, dann ist Tx eine Zahl mit Betrag kleiner Norm von a. Und das heißt, wir haben eben gezeigt, dass die Einheitskugel in H mit t auf eine Menge abgebildet wird, die in der Kugel in R liegt, mit Radius Norm von a. Mit anderen Worten, diese Abbildung t ist eine linear beschränkte Abbildung, und nach unserem Satz, den wir bereits bewiesen hatten, ist dann t stetig. Ja, wir möchten das Lemma auf eine einfache Situation anwenden. Dazu schauen wir uns einen Prä-Hilbertraum an und eine Folge in diesem Hilbertraum. Und wir fixieren einen Vektor a in dem Hilbertraum. Und wir behaupten, dass dann folgende Implikation gilt: Wenn die Folge konvergiert, dann konvergieren diese Skalarprodukte. Dass das Richtige sieht man wie folgt: Wir können eine lineare Abbildung einführen, die hier t genannt ist, und die macht nichts anderes als x auf x mal a abzubilden. Das heißt, diese rechte Seite ist nichts anderes als t von xn konvergiert gegen t von x.
Und wir hatten in dem Lemma eben bewiesen, dass diese Abbildung hier stetig sind. Und dann sehen wir sofort, dass diese Implikation gilt, denn stetige Abbildungen sind eben stetig entlang von Folgen. Ja, falls H ein endlich dimensionaler Hilbertraum ist, dann gilt auch die Rückrichtung, und zwar im folgenden Sinne. Falls diese Konvergenz gilt für alle Vektoren A, dann ist die Folge schon konvergent. Man kann die Voraussetzung ein bisschen abschwächen und sagen, falls diese Konvergenz gilt für alle Vektoren aus einer Orthonormalbasis, dann gilt auch, dass die Folge in H konvergiert. Also hier steht es nochmal da, wenn Q1 bis Qd eine Orthonormalbasis ist von H und eben diese Konvergenz gilt für diese Basisvektoren, dann folgt daraus, dass die Folge konvergiert, und das ist hier nochmal nachgerechnet. Hier schauen wir uns den Abstand von xn zu x an. Wir stellen dann diese Differenz xn minus x dar mit Hilfe der Orthonormalbasis. Das ist hier passiert. Wir wenden dann die Dreiecksungleichung an, um die Linearkombination aus dem Betrag, aus der Norm zu ziehen, und erhalten dann diesen Ausdruck. Hier haben wir schon verwendet, dass eben wir eine Norm haben, die ja die absolute Homogenität erfüllt und dass die Vektoren Q1 bis Qd eben normiert sind. Und dann stellt man fest, ja, das, was hier drin steht, das konvergiert gegen 0, wenn n gegen unendlich geht. Das war nämlich die Voraussetzung. Und weil wir hier es mit endlich vielen, nämlich genau d, solchen Termen zu tun haben, konvergiert auch die Summe dieser Terme gegen 0. Und damit haben wir gezeigt, dass eben xn in der Norm gegen x konvergiert, also in h gegen x konvergiert. Nun, diese Rückrichtung, die wir uns gerade klar gemacht haben, ist nur im endlichdimensionalen richtig. Und für unendlichdimensionale Hilberträume gilt diese Rückrichtung nicht. Und auch das bespricht man dann später in der Funktionalanalysis genauer. Ja, bei diesem Beispiel schauen wir uns eine Teilmenge an des Prähilbertraumes H. Die Teilmenge ist hier U genannt. Und wir betrachten eine Folge xn, die im orthogonalen Komplement liegt, dieser Menge. Außerdem möchten wir annehmen, dass die Folge eben konvergiert in H. Und das bedeutet a priori erstmal nur, dass auch der Grenzwert eben in dem Prähilbertraum liegen wird. Und wir möchten jetzt untersuchen oder nachweisen, dass der Grenzwert x tatsächlich auch im orthogonalen Komplement von U liegt. Also die Behauptung ist, x liegt im orthogonalen Komplement von U, und nach Definition bedeutet das ja, dass für alle Vektoren aus U das Skalarprodukt von x mit a eben 0 ist. So, und wir haben jetzt uns ja schon klar gemacht, dass die Abbildung, die einen Vektor y aus h auf das Skalarprodukt mit a abbildet, dass diese Abbildung stetig ist. Und aufgrund dieser Tatsache ist es nun so, dass also dieses Skalarprodukt, das herauskommt, das muss dann der Grenzwert sein der Skalarprodukte der xn's mit a. Und von denen wissen wir, dass sie 0 sind, denn die xn's liegen ja im orthogonalen Komplement von u. Und damit haben wir in der Tat diese Behauptung hier nachgewiesen und gezeigt, dass x im orthogonalen Komplement von u liegt. Ja, was wir also gezeigt haben, ist, dass wenn wir eine beliebige Folge im orthogonalen Komplement einer beliebigen Menge U nehmen, dann muss der Grenz, und die Folge konvergent ist, dann muss der Grenzwert im orthogonalen Komplement auch drin liegen. Und in anderen Worten, haben wir gezeigt, dass also das orthogonale Komplement einer beliebigen Menge abgeschlossen ist. Ja, malen wir ein kleines Bild zur Veranschaulichung, und zwar wieder im R2, und wir nehmen mal an, dass also U durch einen einzelnen Vektor gegeben ist, der hier mit A bezeichnet ist. Und dieser Vektor A sei nicht der Nullvektor. Das heißt, das Bild könnte so aussehen, dass hier also der Vektor A ist,
hier ist der Ursprung, hier ist der Punkt A und dann wissen wir bereits, dass das orthogonale Komplement dieser Menge gerade so eine Gerade ist, die eben senkrecht steht auf dem Vektor A. Und wir schauen uns also eine Folge an, eine Folge von Vektoren, die in diesem orthogonalen Komplement lebt und eben konvergiert. Und das sind also diese xn's und wir wissen aufgrund dieser Beobachtung, dass dann der Grenzwert, falls die Folge konvergent ist, eben auch in dem orthogonalen Komplement liegen muss. Ja, man kann noch ein bisschen mehr zeigen, zum Beispiel, was nicht so schwierig ist, ist zu zeigen, dass wenn Sie zweimal das orthogonale Komplement nehmen einer Menge, dann kriegen Sie den Abschluss, also die kleinste abgeschlossene Menge, welche die lineare Hülle der Menge enthält. Das ist nicht so schwierig nachzuweisen und Sie können ja mal drüber nachdenken, wie das funktioniert. Ja, für die Vorlesung ist es vor allem wichtig, dass Sie sich mit dem euklidischen Vektorraum RD gut auskennen und wissen, was orthogonal ist und was Winkel sind. Das ist einfach hilfreich, um eine gute Vorstellung zu entwickeln. Wir haben natürlich auch allgemeine unendlich dimensionale Hilbert-Räume ein bisschen diskutiert, aber das ist für die Vorlesung eigentlich nicht so entscheidend. Zumindest nicht, um der Vorlesung jetzt im Weiteren gut folgen zu können. Ich möchte dennoch zum Abschluss dieses Kapitels etwas über unendlich dimensionale Hilberträume sagen. Wir hatten bisher kein Beispiel gesehen eines unendlich dimensionalen Prä-Hilbertraums und auch keines eines vollständigen unendlich dimensionalen Hilbertraums. Und ein einfaches Beispiel erhält man wie folgt. Man schaut sich den Raum aller quadratsummierbaren Folgen an. Das heißt, den Raum aller Folgen, reellwertigen Folgen, sodass hier die Summe der Quadrate der Beträge der Folgenglieder eben eine endliche Zahl ergibt, also Quadrat summierbar ist. Aus den Rechenregeln für Reihen folgt tatsächlich, dass diese Menge hier nicht nur eine Menge ist, sondern ein Vektorraum. Und man kann auf diesen Vektorraum jetzt ein Skalarprodukt und damit auch eine induzierte Norm definieren und die sehen Sie hier. Also was muss man tun? X und Y sind quadratsummierbare Folgen und wenn Sie das Skalarprodukt eben ausrechnen möchten, dann müssen Sie die Komponenten, die Folgenglieder multiplizieren und die Produkte eben dann aufsummieren. Dass diese Reihe hier konvergent ist, das folgt aus dem Majorantenkriterium beispielsweise. Das ist eine absolut konvergente Reihe. Ja, und wenn wir für y und x einsetzen, dann kriegen wir eine nicht negative Zahl. Wir können die Wurzel nehmen und das definiert uns eine Norm. Das kann man alles nachrechnen. Jetzt kann man auch zeigen, dass klein l2 mit diesem Skalarprodukt sogar vollständig ist und damit hat man gezeigt, dass klein L2 ein Hilbertraum ist. Ja, man kann sich den klein L2 am besten als den euklidischen Vektorraum RD vorstellen, wenn man die Dimension D gegen unendlich schickt. Warum ist das so? Nun, im RD liegen ja D-Tuppel. Und wenn wir jetzt hier das d größer werden lassen, dann wird aus einem d-Tupel im Wesentlichen eine Folge. Und die nächste Analogie ist, dass wir ja das Skalarprodukt auf RD, das Standardskalarprodukt auf RD, wie folgt eingeführt haben. Das war einfach die Summe von i gleich 1 bis d der Produkte der Komponenten von x und y. Und hier sieht man sehr deutlich die Analogie. Der einzige Unterschied ist, dass man statt d hier unendlich stehen hat und von daher kann man durchaus sagen, dass eben der kleine L2 die Verallgemeinerung ist vom euklidischen Vektorraum für die Dimension gegen unendlich. Ja, man kann sich jetzt in dem kleinen L2 spezielle Vektoren, da
Das heißt, Folgen ansehen. Und das sind diese hier, also die speziellen Folgen, die sind hier mit EI bezeichnet. EI soll jetzt nicht der Standardbasisvektor sein, aber wenn man jetzt an die Analogie glaubt zwischen RD und klein l2, dann sind diese Vektoren, die hier definiert werden, eben das Analoge zu den Standardbasisvektoren auf RD. Und was soll mit EI bezeichnet werden? Nun, es soll die Folge bezeichnet werden, die überall 0 ist, bis auf eine Stelle, dort ist sie 1 und diese Stelle ist das ith Folgenglied. Das heißt, für jedes i in n finden wir eben so eine Folge, die überall bis auf die ith Stelle eben 0 ist und dort ist sie 1. Und dann kann man schnell feststellen, dass eben diese Vektoren, diese Folgen paarweise orthogonal sind in klein l2. Das ist ganz klar, denn wir multiplizieren ja immer hier die Folgenglieder miteinander und wenn wir jetzt EI und EJ miteinander multiplizieren, diese beiden Folgen, dann trifft eine 1 nur dann auf eine 1, wenn I gleich J ist. Und in diesem Fall kommt eben 1 raus und in allen anderen Fällen kommt eben 0 raus. Und damit hat man gezeigt, dass eben diese Menge dieser Folgen hier orthogonal in L2 ist und dass das sogar normierte Folgenglieder sind. Und von diesen Folgen, von diesen Vektoren gibt es eben unendlich viele und damit sieht man auch, dass die Dimension von klein l2 eben unendlich ist. Ja, und man kann dann zeigen, das macht man in der Funktionalanalysis, dass diese Vektoren eine sogenannte Orthogonalbasis bzw. sogar eine Orthonormalbasis bilden. Für unendlich dimensionale Vektorräume ist eine Orthonormalbasis keine Vektorraumbasis. Das heißt, wir können nicht jeden beliebigen Vektor durch eine Linearkombination darstellen. Eine Linearkombination ist eine endliche Kombination von Vektoren. Aber was man eben machen kann, ist, man kann jeden Vektor, zum Beispiel x aus dem kleinen L2, darstellen als und nicht darstellen, sondern approximieren, und zwar beliebig genau durch eine Linearkombination von diesen Vektoren hier. Ja, wie funktioniert das? Nun, wenn man ein x hat aus klein l2, dann kann man Folgendes machen. Man kann das Skalarprodukt von x mit einem dieser Vektoren ausrechnen. Das ist jetzt bezüglich klein l2. Und wie wir das bereits gemacht haben, im Endlichdimensionalen können wir uns solche Summen ansehen und hier würden wir gerne jetzt, wir sollten von 0 summieren, hier würden wir jetzt gerne von 0 bis unendlich summieren. Das ist auch durchaus möglich, aber dann ist es keine Linearkombination mehr und man müsste auch erstmal sich klar machen, dass diese Reihe, die dann hier dasteht, tatsächlich konvergiert. Was man aber ohne weiteres eben hinschreiben kann, ist so eine Summe von i gleich 0 bis n. Das ist dann eine Summe mit endlich vielen Summanden. Das ist alles wohl definiert und man kann dann zeigen, dass der Grenzwert von diesem Objekt, wenn n gegen unendlich geht, gegen x konvergiert bezüglich der hier definierten Norm. Und so kann man jede quadratsummierbare Folge eben approximieren durch eine Linearkombination von solchen elementaren Folgen. Okay, aber das diskutiert man alles später in der Funktionalanalysis. Das brauchen Sie auch nicht jetzt für die weitere Vorlesung zu wissen, aber das ist eine kleine Vorausschau, was man eben machen kann und womit man sich beschäftigt. Und damit ist das Kapitel Hilbertraum abgeschlossen und auch dieses Lernvideo ist am Ende. Bis zum nächsten Mal.